Willkommen zu unserer spannenden Entdeckungsreise. Glauben Sie, dass es Außerirdische gibt und dass sie sich sogar unter die normalen Menschen auf der Erde mischen? Es mag glaubhaft sein. Aber wo sind die Beweise dafür? Alec Newald enthüllt rechtzeitig seine mysteriöse Begegnung mit Freunden aus einer anderen Zivilisation. Ist dies wahr und wie ist es geschehen? Lassen Sie uns in der heutigen Reise in die Details dieser Geschichte eintauchen. Geschichte. An jenem kalten Morgen im Februar 1989 wurde das, was eine dreistündige Fahrt von Rotorua nach Auckland sein sollte, zu einer zehntägigen Entführung und Einführung in eine fortgeschrittene außerirdische Zivilisation, die Alecs Leben und seine Sichtweise auf das Universum für immer verändern sollte. Als er in Auckland ankam, war er müde und verwirrt. Aber noch verwirrter war er, als er erfuhr, dass er 10 Tage lang ohne Erinnerungen gewesen war. Als aus den Tagen Wochen wurden und die Erinnerungen an die Begegnung sein normales Leben zu stören begannen, kehrten seine verlorenen Erinnerungen langsam zurück. Bald nach seiner Rückkehr erhielt Alec seltsame Besuche von Wissenschaftlern der Regierung, die etwas über sein Erlebnis wissen wollten. Sie wollten wissen, was er über die Fähigkeiten dieser außerirdischen Ethnie, die ihn angeblich entführt hatte, herausgefunden hatte. Es war offensichtlich, dass diese Wissenschaftler alles über Alecs Entführer wussten und davon ausgingen, dass sie bald zur Erde zurückkehren würden. Alec Newald erzählt in einem aufgezeichneten Audio-Interview, woran er sich an die Entführung erinnert. Er sagt, dass er in der einen Minute das Auto fuhr und in der nächsten war das Auto nicht mehr zu sehen. Und es fühlte sich an, als hätte er keinen Körper. Er beschreibt das Gefühl, als wäre er durch ein Sieb gestoßen worden. In der Ferne waren nur einige geisterähnliche Wesen zu sehen. Aus Alecs Beschreibung geht hervor, dass er wusste, was er sah, hörte und fühlte, während er weg war. Schauen Sie weiter, um zu erfahren, wie Außerirdische diesen Mann entführt haben und was er erzählte. Jagt jedem einen Schauer über den Rücken. Als Alec die gruselige Geschichte seiner Entführung erzählte, beschrieb er eine lebendige Szene, in der er seltsamen Kreaturen begegnete, die ihn verblüfften. Außerirdische. Zuerst hatte er das Gefühl, tot zu sein und ins Jenseits zu reisen. Aber was er dann erlebte, war noch beunruhigender als alles, was er sich hätte vorstellen können. Er erklärte, dass er seltsame Kreaturen vor sich sah, mit Strukturen, die nicht zur biologischen Struktur der Erde gehörten. Sie wirkten nicht wie Geister, sondern sahen merkwürdig aus, mit dünnen Körpern, großen Köpfen, durchschnittlicher Größe und kleinen Augen. Ihre Gesichter waren groß und oval, und Alec erkannte, dass es sich um Außerirdische handeln musste. Obwohl sie nicht laut sprachen, hatte Alec das Gefühl, dass sie mit ihm über ihre Gedanken sprachen. Telepathie. Alec beschrieb, wie er von einem der seltsamen Wesen, das der Teamleiter zu sein schien, herzlich begrüßt wurde. Später teilte er Alec mit, dass er der designierte Wächter dieser Sektion sei und ermutigte Alec, wenn er etwas bräuchte, um seinen Aufenthalt bei ihnen angenehmer zu gestalten, solle er fragen, und man würde ihm das Beste geben, was sie hätten. Die Außerirdischen steckten ihn in eine spezielle Maschine, die es ihm ermöglichte, jede beliebige körperliche Form anzunehmen. Die Maschine half ihm auch, die Sprache der Außerirdischen zu verstehen, die anfangs wie ein Quietschen klang. Die Außerirdischen behaupteten, dass diese Maschine es ihnen ermöglichte, körperliche Formen zu schaffen, mit denen sie auf der Erde interagieren konnten. Es war wie eine hochentwickelte interdimensionale Kapsel, die erdtaugliche Körper erschaffen konnte und es den Außerirdischen ermöglichte, bewusst als Menschen in der menschlichen Welt zu leben. Sind wir wirklich nicht allein auf dieser Erde? Sind manche Menschen einfach nur Außerirdische, die sich mit Körpern ausstatten? Der Gedanke an so etwas ist einfach umwerfend. Manche würden sogar sagen, unmöglich. Konzepte wie diese hat man bisher nur in Science-Fiction-Filmen gesehen und in der Fantasie von Schriftstellern erdacht. Aufgrund von Alecs Beschreibungen gibt es Spekulationen, dass diese außerirdische Ethnie die überlegenste aller Außerirdischen ist, von denen man glaubt, dass sie existieren. Dieser Glaube wird durch die anderen schockierenden Fähigkeiten und Praktiken, die Alec während seiner Geiselhaft an den Tag gelegt haben will, noch gestärkt. Abgesehen von der Telepathie und der Annahme menschlicher Formen konnten diese Wesen erstaunliche Dinge tun. Wie B. Pflanzen und Tiere mit Hilfe einer speziellen organischen Technologie züchten. Sie konnten sogar ihre Häuser in jede beliebige Form verwandeln und Dinge in ihrer Umgebung mit ihrem Geist kontrollieren. An diesem Punkt stellt sich eine beunruhigende Frage.
Gibt es diese bahnbrechende Technologie mit so außergewöhnlichen Fähigkeiten? Sind Außerirdische die Besitzer? Und hat Alec wirklich Außerirdische getroffen? Nach dem, was bisher an Theorien, Gerüchten, Zeugen und Verschwörungen über außerirdische Erscheinungen auf der Erde bekannt geworden ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine solche Technologie gibt. Es wurde immer angenommen, dass Außerirdische über eine überlegene Technologie verfügen, die weitaus fortschrittlicher ist als unsere derzeitigen Fähigkeiten als Ethnie. Augenzeugen von UFO-Begegnungen haben immer wieder berichtet, wie diese außerirdischen Raumschiffe unmögliche technologische Leistungen vollbringen konnten, wie mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen oder einfach den Tarnkappenmodus zu erreichen. Der Navy-Offizier Ryan Graves, der im Jahr 2023 bei einer Anhörung des US-Kongresses zu UFOs auftrat, gestand, dass die Technologie, die er bei seiner UFO-Begegnung gesehen hatte, weit über das hinausging, was die Menschen im nächsten Jahrzehnt erreichen könnten, wenn UFOs, von denen gemeinhin angenommen wird, dass es sich um außerirdische Raumschiffe handelt, eine solch überwältigende technologische Überlegenheit aufweisen, dann war es ein leichtes, sich in Anzüge zu kleiden und körperliche Formen anzunehmen. Dieser Teil von Alecs Geschichte wurde zu einer wichtigen Quelle für Kontroversen, da er implizierte, dass Außerirdische unter uns leben könnten. Die beunruhigende Erkenntnis, dass mehrere Menschen auf der ganzen Welt nicht menschlich sein könnten, ist einfach gruselig. Aber das ist nicht das Beunruhigendste. Die Geschichte von Alec Neuwald hat noch mehr zu bieten. Einer der Außerirdischen sagte Alec, er könne gehen, wann immer er wolle. Aber sie hofften, er würde bleiben, da es ihnen wichtig sei, ihr Wissen mit ihm zu teilen. Obwohl Alec das dringende Bedürfnis verspürte, nach Hause zurückzukehren, siegte seine Neugier und er entschied sich zu bleiben, um in all das Wissen einzutauchen, das sie ihm zu bieten versprachen. Und alles über diese intelligenten Wesen zu lernen, was er konnte. Aufgeregt und nervös willigte Alec ein, mit ihnen in ihre Stadt zu gehen. Die Stadt, das erste und auffälligste an der Stadt war ihre Sauberkeit und Ordnung. Das zweite war ihre Unermesslichkeit. Alec erklärte, dass er die Grenzen der Stadt selbst aus der Höhe des Schiffes, in dem er sich befand, nicht erkennen konnte. Die Stadt war erstaunlich. Sie war riesig, sauber und perfekt organisiert und reichte so weit, wie Alec sehen konnte. Er konnte nicht sagen, wo sie endete. Sie schien mit dem Horizont zu verschmelzen und zeugte von der unglaublichen Kunstfertigkeit ihrer Erbauer. Bei näherer Betrachtung der fremden Landschaft erkannte er eine ebene Fläche, die einem Innenhof ähnelte und zu zwei pyramidenförmigen Gebäuden führte. Sie schienen aus einem Material zu bestehen, das getöntem Glas oder halbtransparentem Kunststoff ähnelte. Die Pyramiden wurden von einem spiralförmigen Turm oder einer Antennenanordnung gekrönt. Die Höhe des Turms trug etwa 25% zur Gesamthöhe des Gebäudes bei. Jedes Gebäude war mit etwas gekrönt, das wie eine große Glühbirne aussah. Bei näherer Betrachtung entdeckte Alec, dass diese Glühbirnen Tag und Nacht leuchteten und nicht aus Glaskugeln, sondern aus einer Netz- oder Maschenkonstruktion zu bestehen schienen. Alec behauptete, er habe so etwas in seiner fernen Vergangenheit schon einmal gesehen. Diese Offenbarung, die zu groß war, um sie festzuhalten, führte zu seinem ersten Buch, Co-Evolution, An Interplanetary Adventure, einer Geschichte über das Zusammentreffen zweier Welten und die unendlichen Möglichkeiten der Erforschung. In seinem Buch zeichnete Alec Bilder dieser Gebäude und diskutierte ihre Architektur. Aber Sightseeing war nicht das Ziel seiner Entführung. Die Außerirdischen wollten Alec auch verborgenes Wissen über die Erde offenbaren. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was die Außerirdischen Alec enthüllten. Den Außerirdischen zufolge ist die Erde ein Paradigma unerzählter Geschichten. Geschichten, die von einer streng geheimen Sekte sicher bewacht werden. Diese mysteriösen Beschützer sorgen dafür, dass die wahre Geschichte der Erde nicht an die Öffentlichkeit dringt. Das erklärt so vieles, denn es gibt viele Dinge über unser Universum, die nur wenige Menschen wissen. So wie das, was Sie in diesem Video herausfinden werden. Und die anderen müssen sich das zusammenreimen, was sie können. Ursprünglich waren diese Gruppen nur Beschützer des nicht immer Geheimnisses der Erde. Ursprünglich sollten sie diese uralten Informationen mit allen teilen, aber die Dinge änderten sich. Diese Änderung veränderte den Kurs der Menschheit für alle Äonen, Vergangenheit und Gegenwart. Die Außerirdischen erzählten Alec von zwei Arten von Menschen, Homo sapiens und Cro-Magnon.
Beide waren angeblich Weiterentwicklungen der menschlichen Ethnie vor etwa 70.000 Jahren und vervollständigten das Cro-Magnon-Puzzle. Der Cro-Magnon war ein menschenähnliches Lebewesen. Es war nicht das erste menschenähnliche Wesen auf der Erde, aber es war das erste, das dazu bestimmt war, ein anderes Wesen ohne Körper zu halten. Dadurch kann das zweite Wesen die physische Welt durch die Bereitstellung des Cro-Magnons erfahren. Die Erklärung des Cro-Magnon ähnelt dem, was viele Religionen über die Unterscheidung zwischen Körper, Seele und Geist glauben. Das Christentum und der Islam zum Beispiel lehren, dass man die Seele retten und das Leben nicht vom Körper kontrollieren lassen soll. Durch ein schieres Missverständnis haben einige Menschen diese Lehre bei Selbstmordattentaten angewandt, weil sie dachten, ihre Seelen würden gerettet, da ihre Körper nur Behälter seien. In einem CNN-Exklusivbericht teilt ein Mann seine Ansichten über die Transzendenz der menschlichen Seele. In seiner auf Arabisch gehaltenen Rede, die ins Englische übersetzt wurde, sagt er, dass unser wahres Leben erst nach dem Ende der Welt beginnt und dass das, was wir jetzt leben, nicht unser wahres Leben ist. Diese Welt sei ein Paradies für die Heiden und eine Hölle für die Muslime. Und wir müssten nur geduldig sein, so wie es die Außerirdischen Alec gesagt hätten. Nach dem Cro-Magnon schufen die Menschen, die schon vorher existierten, eine neue Spezies mit vollentwickelten geistigen Fähigkeiten. Diese Spezies brauchte keine weiteren Veränderungen oder Verbesserungen. Alles Wissen, das sie jemals brauchen würden, befand sich bereits auf dem Planeten, sicher verwahrt von den Homo sapiens, wie Alec glaubt. Eine freundliche weibliche Außerirdische namens Xena hielt Vorträge über die Cro-Magnons und ihren Körperbau. Alec sagt, dass Xena wie die typische graue Außerirdische aussah, aber ihre Haut und die der Menschen, die unter ihr arbeiteten, war blau. Er nannte ihre ganze Gruppe die Blues. Alec fand später heraus, dass der Planet Haven hieß. Die Blauen. Wie viele außerirdische Gruppen schlossen sich die Havenianer mit verschiedenen anderen Gruppen zusammen und arbeiteten mit ihnen zusammen? Alec erfuhr von Xena immer wieder wichtige Dinge über diese außerirdische Zivilisation. Er erhielt Zugang zu einer großen Bibliothek in einem ihrer pyramidenförmigen Gebäude. In der Bibliothek erzählte Xena Alec, wie ein Teil ihres Volkes auf die Erde kam, ein Teil zurückblieb und die anderen weiterzogen. Xena sagte, dass die Pyramiden und die alten Vermächtnisse, die einige ihrer Vorfahren hinterlassen haben, dazu dienen, die Havenianer zu erwecken, wenn die Zeit reif ist. Unsere Erde muss sich an einem besonderen Ort im Universum befinden, nicht wahr? Und du musst jetzt dankbar sein, dass du ein Mensch bist, oder du wärst sogar noch dankbarer, wenn du Xenas andere Offenbarungen über die Erde hören würdest. Xena beschreibt die Erde als etwas Besonderes und Schönes, als einen attraktiven Planeten in der Milchstraßengalaxie. Die vermeintliche Besonderheit der Erde zog viele externe Kräfte an, die die Erde für ihre egoistischen Zwecke begehrten. Xena schaltet auf Telepathie um Alec mit Hilfe von Gedanken und Bildern über bestimmte Teile der Erde in der kommenden Zeit besser zu erklären. Sie zeigt ihm eine Zeit großer Veränderungen, die unmittelbar nach den großen Umweltproblemen in Japan und im Golf von Mexiko kommen wird. Sie erzählt Alec auch, wie ihre außerirdische Gruppe ein Evolutionsprotokoll ausprobierte, um sich auf eine neue Ebene zu entwickeln. Als etwas auf der Erde schiefging und sie in einer Realität landeten, die dem ähnelte, was auf die Erde zukommen würde. Sie hatten sogar getestet, auf dem Mars zu leben, bevor dieser von der dunklen Macht überwältigt wurde, die nun auf die Erde zukam. Die dunkle Macht, diese alarmierende Botschaft über eine dunkle Macht, die auf die Erde zukommt, lässt sie sich fragen, was diese dunkle Macht ist, warum sie auf die Erde zukommt und ob sie sie bekommen wird. Laut Xena lebt die dunkle Macht, atmet und wandelt unter uns. Nachdem diese Kraft über unseren Planeten gesiegt hat, werden wir erkennen, dass der Sieg über den Planeten nur eine der Schlachten im Krieg um den menschlichen Willen war. Aber nicht unser Wille, wie er jetzt ist. Denn wir sind jetzt auf dem Weg zur Erleuchtung mit einer sehr starken spirituellen Basis. Wir sind fast so stark wie diese Kraft selbst und könnten sie bald überwältigen, wenn wir der Kraft des Lichts treu bleiben. Um uns überwältigen zu können, muss diese dunkle Kraft uns austricksen und beherrschen. Und während wir am Boden liegen, muss sie unseren Geist, unser Make-up, unsere Struktur und unsere DNA verändern.
Dieser Akt wird uns Menschen verkrüppeln, unsere Willenskraft lähmen und uns um viele Jahrtausende zurückwerfen und uns zu dem machen, was wir heute sind, was nur ein Bruchteil der Größe ist, die wir sein könnten. Wenn es nach der dunklen Macht geht, werden wir niemals unser volles Potenzial an Größe erreichen. Diese dunkle Macht ist den meisten als die Macht der Finsternis bekannt. Sie ist der Feind der Erleuchtung, der uns dazu bringt, gegen das Gute zu kämpfen, anstatt es anzunehmen. Sie ist in der Luft, die wir atmen, in unseren Gesprächen, in allem und überall, wo wir hingehen. Diese Kraft der Dunkelheit hat sich perfekt in das Leben auf der Erde eingefügt und hält uns in der Plackerei von Krieg, Gier, Lust und Egoismus. Dies führt zu eklatanten Unterschieden zwischen verschiedenen Kulturen, die darüber sprechen, wie fortschrittlich die Menschen in der Vergangenheit waren, frei von Krieg, Gier, Lust und den dunklen Herzen der Menschen, die sie heute so viel verlieren lassen. Glauben Sie, dass die Welt mutig genug ist, sich dieser dunklen Macht zu stellen? Seien Sie dabei, wenn wir herausfinden, wie die Welt auf Alex' Enthüllungen reagiert hat. 10 Tage nach seiner Entführung, 10 Tage, nachdem er faszinierende Offenbarungen, Begegnungen, Geschichtsunterricht, kurzzeitige Besichtigungen und eine Fahrt in einem Raumschiff erlebt hatte, schickten ihn die Außerirdischen an denselben Ort zurück auf die Erde, an dem er sich vor der Entführung befand, mit demselben Auto und in dieselbe Richtung. Die Genauigkeit des Absetzens erklärt, warum Alex zunächst nicht wusste, dass so viel Zeit vergangen war, denn als er zu sich selbst zurückkehrte, saß er in demselben Auto, während er in Wirklichkeit gerade 10 Tage auf einem fremden Planeten verbracht hatte. Als er begann, seine Begegnungen öffentlich zu machen, wurde der gewöhnliche Mann zum Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit. Seine Enthüllung erregte großes Aufsehen. Die Polizei, Wissenschaftler, die CIA und praktisch jeder wollte etwas über die Außerirdischen wissen, von denen Alex sprach. Sie hatten den Eindruck, dass er mit seinen Enthüllungen eine Grenze überschritten hatte und wollten eine Gelegenheit, ihn zu überrumpeln. Schon bald wurden diese Anfeindungen körperlicher. Alex begann zu bemerken, dass er verfolgt wurde. Da es ihm unangenehm war, wie ein Verbrecher verfolgt und beobachtet zu werden, beschloss er, an einen anderen Ort und in eine andere Umgebung zu ziehen. Aber sie erwiesen sich als unerbittlich und beschlossen, Kontakt aufzunehmen. Es war von Anfang an klar, dass eine Regierungsbehörde von seinen Erfahrungen außerhalb der Welt wusste und so viele Informationen wie nur möglich aus ihm herausholen wollte. Die Falle. 2 Wissenschaftler des neuseeländischen Ministeriums für wissenschaftliche und industrielle Forschung, Department of Scientific and Industrial Research, besuchten ihn und wollten eine Menge Informationen über Dinge wissen, die sie niemals hätten wissen dürfen. Die Belästigungen wurden fortgesetzt und intensiviert. Und es wurde mehrmals in seine Wohnung eingebrochen. Ihr Auftreten war stets bedrohlich. Und als Alex sich strikt weigerte, mit diesen Personen zusammenzuarbeiten, begannen sie, wirklich hart durchzugreifen. Alex wurden so viele Fragen gestellt, dass er sogar einmal leichtfertig beschuldigt wurde, ein Nazi zu sein, nur weil die Vorfahren seines Vaters nach Deutschland zurückverfolgt werden konnten. Obwohl er sein ganzes Leben lang in Neuseeland gelebt hat und Staatsbürger war, machten sie immer noch lustige und unbegründete Anschuldigungen. Obwohl er derjenige war, der entführt wurde. Plötzlich wurde Alex bedroht, da man ihm sagte, dass sie ihm das Leben sehr unangenehm machen könnten, wenn er sich nicht kooperativ zeigt. Es schien jedoch nichts zu geben, was sie ihm antun konnten, ohne Alarm zu schlagen. Dann beschlossen sie, ihn in eine illegale Handlung zu verwickeln. Er ließ sich irgendwie mit einem Mann ein, der ihm gute Autos zum Wiederverkauf verkaufen sollte, aber gestohlene Autos verkaufte. Das Ganze war eine Falle, die ihm sorgfältig gestellt worden war. Insgesamt waren 6 Autos in diese Falle verwickelt. Und die Polizei war sehr begeistert davon und versuchte, ihn für Autos zu belangen, die im Grunde genommen nicht gestohlen waren. Aber er war trotzdem in Schwierigkeiten, was für die Behörden perfekt war. Den Behörden gelang es recht gut, ihn festzunageln. Sie drängten ihn täuschend echt in eine Ecke, in der er nach ihrer Pfeife tanzen sollte. Aber das war noch nicht das Ende des von Außerirdischen entführten Mannes. Er hatte seinen Kampfgeist nicht verloren und war entschlossen, weiterzukämpfen. Begleiten Sie uns auf dieser Reise mit Alec Newalt. Alec war hartnäckig, aber die Außerirdischen waren noch hartnäckiger und sein Prozess, der nicht länger als 6 Monate dauern sollte, dauerte bis zu 2 Jahre mit insgesamt 20 Gerichtsterminen.
Das lange Gerichtsverfahren erschöpfte bald seine finanziellen Mittel. Er war völlig pleite und da ihm sein Vermögen entzogen wurde, konnte er keinen Anwalt mehr beauftragen. Außerdem vom Staat gestellten, an den er nicht mehr glaubte. Die Behörden taten ihm das alles an, um Alec dazu zu bringen, über seine Interaktionen mit dem Außerirdischen zu sprechen, um einen vollständigen Schlussstrich zu ziehen. Aber aus Gründen, die Alec nur zu gut kannte, wollte er nicht mit ihnen reden und schließlich verlor er den Prozess nach 2 Jahren verschwendeter Zeit und Ressourcen. Das Gericht entschied und Alec musste nach dem Prozess eine 6-monatige Haftstrafe antreten. Nach seiner Entlassung fand er sich in Auckland wieder, nachdem er alles verloren hatte, und schrieb über seine Erfahrungen für das Nexus-Magazin. Eine Frage, die sich jeder stellt, ist diese: Wenn Alecs Geschichte eine brillant erfundene Science-Fiction ist, warum hat die Behörde dann so sehr versucht, ihn zum Reden zu bringen, bevor er dazu bereit war? Sagt Alec wirklich die Wahrheit? Wurde er wirklich von Außerirdischen entführt? Allem Anschein nach klingt Alecs Geschichte in Revelations weit hergeholt. Mehr nach Fiktion als nach Realität. Aber man muss Alec zugutehalten, dass er eine realistische Beschreibung gibt, eine Beschreibung, die er sogar zu glauben begann, dass sie wahr ist. Alecs Behauptungen, dass die Menschen mit Außerirdischen aus der Zukunft verwandt sind und dass er sich irgendwie durch die Zeit bewegen kann, geben übermenschliche Romane ab und klingen sehr unwahrscheinlich. Aber Alec hat noch mehr Behauptungen, um seine Realität zu beweisen. Das wird sie noch mehr verwirren, denn Alec beherrscht seine Kunst. In einer Audioaufnahme erzählt Alec von einem Erlebnis, an das er sich aus seiner Kindheit zu erinnern scheint. Er sagt, er sei eines Morgens auf einem sich kreuzenden Weg zur Schule gelaufen und direkt am Park auf diesem Weg habe es so etwas wie einen Blitzschlag gegeben. Alec sagt, es war wie ein Lichtblitz, der aus einem unbekannten Bereich kam und allein seine Aufmerksamkeit auf sich zog, während alles um ihn herum still blieb. Um das besser zu erklären, sagt er, dass er als Kind in einem Park in der Nähe eines Hafens Möwen gejagt hat. Und immer wenn das Licht in diesem Park aufleuchtete, erstarrten die Möwen. Er wollte damit nur andeuten, dass es dort eine Art Zeitinterferenzmuster gab, bei dem seine Zeit nicht verändert wurde und die Wesen, die aus diesem Licht kamen, ihre Bewegung nicht veränderten, aber alles um ihn herum eingefroren war. Seine Theorie besagt außerdem, dass jeder, der sich außerhalb der Grenzen dieses Wirbels befand, ebenfalls eingefroren war. Und seine Zeit war wahrscheinlich 1000 oder 100.000 Mal schneller als die der anderen. Seine Erzählungen lassen aufhorchen. Denn plötzlich scheint er sich an seine Begegnungen mit Außerirdischen zu erinnern, als er noch ein Kind war. Aber um die ganze Geschichte seiner Begegnungen als Kind zu erfahren, musste man sich sein 3. Buch besorgen. Klingt das nicht nach einer ausgeklügelten Marketingstrategie, die zu weit gegangen ist? So brillant seine Behauptungen auch waren. Er hat erfolgreich Tausende von Menschen dazu gebracht, in seine Bücher zu investieren und zu versuchen, alle seine außerirdischen Handlungsstränge zu verstehen. Ein Schlupfloch in seinen Behauptungen ist, dass es bei all seinen Begegnungen keine Zeugen gab. Er führt geschickt den Vortex-Pause-Effekt ein, um zu erklären, warum er der Einzige sein musste. Der sah und hörte, was er sah und hörte. Alecs Entführungsgeschichte ist fesselnd und klingt angesichts der detaillierten Beschreibung in seinem Buch sehr real. Wenn man jedoch die Erfahrung mit einbezieht, die er als Kind gemacht hat, eine Erfahrung, von der er behauptet, sie bis heute vergessen zu haben, verliert seine Geschichte an Glaubwürdigkeit und man fragt sich, ob er entführt wurde oder nur ein guter Schriftsteller ist, der das Unmögliche beschreiben kann. Die Debatte über die Existenz von Außerirdischen in unserer Welt ist immer noch sehr offen. Verschiedene Augenzeugen und Zeugnisse sind an verschiedenen Orten aufgetaucht und bilden ein Teil eines größeren Puzzles. Wir hoffen, dass die Menschheit eines Tages in der Lage sein wird, herauszufinden, ob diese Wesen unsere Welt bilden und warum. Die heutige Entdeckungsreise über die Reise zu einer anderen Zivilisation ist beendet. Glauben Sie, was Alec Newald enthüllt hat? Beteiligen Sie sich an der Diskussion mit uns. Wenn Ihnen die heutige Reise gefallen hat, mögen und abonnieren Sie sie bitte. Ihre Liebe und Unterstützung sind die treibende Kraft für uns, uns weiterzuentwickeln. Wir werden bald wiederkommen. Auf Wiedersehen.